Hallo, ich habe mich im Spoonbending versucht und einige Videos geguckt und was ja interessant ist, ist nicht nur einfach mit Muskelkraft eine Kurve in den so wie das, oder? Also, das ist noch gar nichts. Aber ich habe schon Löffel und Gabeln gesehen, die sind also wirklich hier mehrfach gedreht, auch live. Dokus, wobei es natürlich auch Tricks gibt mit Halterungen in der Hand. Oder eine interessante Doku war, wo man dieses Metall untersucht hat von Fachleuten und die Struktur ist ganz anders, wie wenn das Metall aufgewärmt wird. Also nichtsdestotrotz hat es auch viele sehr überzeugend, ja. Leute, die für mich nicht wie Lügner rüberkommen. Ja, und wenn du es live siehst, gut, kann immer noch ein Trick sein. Item. Ich will mehr. Ich will auch so. Am besten gleich 8 Locken reindrehen. Ich werde am Ball bleiben und wieder davon berichten. Also, wie war das nochmal? Kontakt aufnehmen. Spüren, einfach mal spüren, ja. Und dann gibt es verschiedene Methoden, also Energie, Lasermethode, Zwirbelmethode. Also sagen wir mal so, Kontakt aufnehmen, spüren. Dann Focusing auf die Energie. Spüren, welcher Spin das es nehmen will. Scheiße, nein. Ich rede eigentlich Schweizerdeutsch. Item. Kontakt, Focusing. Release. Loslassen. Und dann habe ich gehört, kann es verschieden lange gehen. Bei manchen innerhalb von Sekunden oder Minuten, bei anderen eine halbe Stunde. Eine hat sogar mal von einer Stunde geredet. Item. Tschüss. Hallöchen. Ich habe nochmal den Schriftdeutsch. Hallöchen. Ich habe nochmals mit dem gleichen Löffel weitergeübt. Ist noch nicht ganz überzeugend, weil ich habe wirklich, ja, mich konzentriert und dass es wie Butter wird und dann viel Kraft aufgewendet. Ja, also, das, ich weiß, so rum, das kann man noch mit roher Kraft, das, aber wenn, also, zum Vergleich, das ist die gleiche Sorte, übrigens, ja, ich will jetzt nicht Schleichwerbung machen, item. So rum,
Aber wenn der Löffel so gedreht wird, das wäre cool. Schon toll, doch, sieht cool aus. Das Disco-Light. Ja, jetzt müsste es dunkel sein, aber dann sieht man den Löffel nicht mehr. Wechselt die Farben. Butter für die Mutter. Butter. Schwitze. Ja. Welches war jetzt der? Jo. Das war der erste. Und jetzt halt wieder die gleiche Kurve. Und jetzt mal andere Seite. Aber eben mal, das sind natürlich wirklich, das ist Stahl, oder? Ja. Das sind nicht so billige, dünne Blechgäbelchen aus der Brockenstube. Ich könnte noch eine Gabel holen.
Ich war auch schon lange nicht gesehen.